Im heutigen Marktgeflüster geht es um die Tech-Blase an der Wall Street und um die Bewertungsniveaus angesichts der Corona-Krise. Denn jetzt beginnt ja die US-Berichtssaison auch bei den Tech-Werten. Wir hatten gestern IBM, heute kommt Netflix. Mein kleiner Sohn sagt immer Netflix oder früher hat er sogar noch das L weggelassen. Noch schlimmer, jedenfalls kommt jetzt sozusagen ein bisschen Butter bei die Fische, jetzt wenn wir sehen, wie es um die Dinge wirklich steht. Und schauen wir uns mal an, was die Wall Street eigentlich jetzt annimmt, was da kommt jetzt angesichts Corona-Krise und Lockdown. Dann haben wir hier eine Grafik von Lance Roberts und wir sehen im Jahr 2008, also große Finanzrezession, Finanzkrise, sind die Gewinne um 89% zurückgegangen. 2015 hatten wir eine sogenannte Manufacturing Recession. Da sind wir um 16% zurückgegangen und jetzt im Jahr 2020, wo die komplette Ökonomie im Prinzip in den USA und andernorts mehr oder weniger zugesperrt wird, erwartet man einen Gewinnrückgang von 10%. Das kommt einem ein bisschen optimistisch vor und ist anders als sonst an der Wall Street. Wir erinnern uns, die Wall Street ist ja immer ganz groß da, kurz vor der Berichtssaison dann nochmal die Erwartungen so weit abzusenken, dass selbst ein zweibeiniges Pferd über diese so niedrig gelegte Messlatte dann springen kann. Und dann heißt es in den Berichten, ja guckst du, 78% haben die Erwartungen übertroffen und alle so, ja Wahnsinn, dann ist es ja super günstig, dann müssen wir unbedingt kaufen. Also das ist so ein bisschen das Muster, das gewesen ist. Jetzt hat die Wall Street wahrscheinlich es verpasst, die Erwartungen wirklich auch tief genug zu senken, wie wir hier in dieser Grafik sehen. Insgesamt, diese Grafik hatte ich schon öfter gezeigt, aber sie bringt auf den Punkt, dadurch, dass die Kurse nur mäßig fallen, heute fallen sie ja ausnahmsweise mal, sehen wir, dass die Kurs-Gewinn-Verhältnisse natürlich immer höher werden. Wir liegen jetzt über 20, vielleicht sind wir mit dem heutigen Tag wieder ein bisschen drunter, aber es ist nicht günstig. Und es sind nicht günstig vor allem die großen Tech-Werte wie eine Microsoft, eine Apple, eine Amazon, eine Alphabet und eine Facebook. Diese fünf Aktien bringen etwas mehr Gewicht auf die Waage, was die Marktkapitalisierung betrifft, als 300 S&P 500 Aktien. Also wir haben so ein bisschen ein Klumpenrisiko, könnte man sagen. Was, wenn jetzt die Zahlen enttäuschen oder regulatorisch gegen solche Unternehmen vorgegangen wird, dann haben wir da ein leichtes Problem auch am Gesamtmarkt, denn die Marktkapitalisierung, die schlägt sich ja dann direkt nieder, eben auch wenn die Aktie fällt, dann drückt das eben auf den Index. Wenn sie steigt, so wie zuletzt, dann hebt das den Index. Wir sehen hier die FANG-Aktien, ich hatte auch diese Grafik schon öfter gezeigt, aber sie bringt es ganz gut auf den Punkt. Und die Geldströme sind in letzter Zeit auch erfreulich in Richtung Tech unterwegs gewesen. Vor allem seit Oktober sehen wir hier, geht es in den Technologiesektor, da wird Geld reingesteckt. Na klar, es ist natürlich so, dass jetzt angesichts der Corona-Krise Tech-Werte tendenziell besser aufgestellt sind als andere Firmen, die irgendwelche Dinge produzieren oder Dienstleistungen erbringen, die derzeit einfach gar nicht mehr der Fall sind. Aber es ist schlichtweg eben auch so, dass die Leute, wenn sie weniger Geld verdienen, eben auch wahrscheinlich weniger Apple-Handys kaufen, dass sie möglicherweise weniger bei Amazon kaufen, dass sie eben diese Produkte, die die Tech-Industrie zur Verfügung stellt, eben schlichtweg nicht kaufen können. Und damit fehlt eben so der Treiber, der diese Bewertungen dann auch wirklich rechtfertigen würde. Schauen wir uns mal hier vor allem, wie Sentiment Trader hier zeigt, beim Russell Growth Value, also dieser Vergleich zwischen Growth, Wachstum und Value, den etwas langweiligen, meist dividendenstarken, soliden Unternehmen, da haben wir extreme Bewertungsniveaus und wie Sentiment Trader zeigt, war das selten dann sehr günstig. Im Oktober 1980 ging es ab dann nach unten. 2000, 2002 und 2007 war eben eine solche Relation, wenn sie auf diesem extremen Niveau war, kein sehr richtig guter Vorbote. David Rosenberg, den manche von Ihnen vielleicht kennen, der ab und zu auch mal bei CNBC ist, sagt ja, wir haben jetzt einen Cape Multiple, also praktisch ein inflationsbereinigtes Kurs-Gewinn-Verhältnis in den letzten Jahren oder über die letzten Jahre gerechnet bei 25,9 im April. Im März waren wir bei 24,9. Wir sind ja, wie der eine oder andere mitbekommen hat, ja im April nochmal von den Tiefs gestiegen. Jetzt ist es so, dass wir aber durchschnittlich in Rezessionen und dass wir eine Rezession haben und dementsprechend wahrscheinlich uns dem gar nicht entziehen können, scheint ja zweifelsfrei zu sein, haben wir eigentlich durchschnittlich so ein Cape Multiple von 13,5. Also
knapp etwas mehr als die Hälfte. Das heißt, der Markt ist nach wie vor extrem, extrem teuer. Das kann man gar nicht anders sagen. Wir haben heute dann Zahlen gehabt, auch von einem Dividendenaristokraten, wie Peter Gardry von der Saxo Bank das nennt. Und der sagt hier, dass globale Volume, also praktisch die Absätze, der Umsatz von Coca-Cola ist 25% gefallen. Im ersten Quartal, aber im ersten Quartal war es ja so, dass der Lockdown dann oft ja erst so Mitte März kam. Was wird das für das zweite Quartal bedeuten? Wird man dann Dividende ausschütten können? Wird man dann eigene Aktien zurückkaufen? Das waren ja so die wirklich sportlichen Argumente der Bullen, dass man gesagt hat, naja gut, die Unternehmen kaufen halt die Unternehmen, die Aktien vom Markt weg, dadurch weniger Angebot an Aktien bei gleichbleibender Nachfrage, heißt das eben steigende Aktienkurse. Also dieser Treiber wird jetzt aber eben wegfallen und er sagt, we continue to maintain our view that equities are a sell, dass also Aktien ein Verkauf seien. Wir haben heute Dienstag und normalerweise ist Dienstag der beste Tag der Woche. Wir sind durchschnittlich jetzt in 2020 beim S&P bei plus 1,16%. Wir haben an allen Wochentagen bisher beim Spider, also beim SPY und dem maßgeblichen ETF auf den S&P 500, Downgaps gehabt, also Abwärtsgaps von mindestens 1,5%. Nur am Dienstag hatten wir es noch nicht. Heute das erste Mal. Das ist also eine Premiere. Kommen wir mal zu etwas anderem. Now to something completely different, meine Damen und Herren. Und nämlich zum Öl. Und Öl ist ja wirklich eine spannende Geschichte derzeit, nachdem gestern der Preis es geschafft hat, in Negative zu sein, was den Mai-Kontrakt betrifft. Ich hatte heute Morgen im Videosblick versucht, das ein bisschen ausführlicher zu erklären. Wir sehen, dass wir heute nach wie vor beim Mai-Kontrakt negative waren. Wir sehen aber auch, dass jetzt die Panik so ein bisschen auch in den Juni-Kontrakt übergegangen ist, der bei 15 Dollar und ein paar zerquetschten war. Massiver Fall von 42%. Brent hat es heute auch erwischt, also diese andere Ölsorte, die in London gehandelt wird. Und das hat viele, viele auf den falschen Fuß erwischt. Ich hatte die Inflows, die Zuflüsse in USO, das maßgebliche Öl-ETF, gezeigt. Und hier sehen wir auch bei einem, wenn man so will, Schwarmbroker, nämlich Robinhood in den USA, wie stark man hier auf der Longseite unterwegs gewesen ist seitens der Privatkunden und wie gleichzeitig stark der Ölpreis der USO dann gefallen ist. Und da ist ziemlich viel Blut auf den Straßen, vor allem den Privatleuten, was die Öltrades betrifft. Und diese Grafik hatte ich schon öfter gezeigt, aber sie bringt eben das auf den Punkt. Das ist die Differenz zwischen der Nachfrage nach Öl, untere gestrichelte Linie, und der Ölkürzung durch die Produzenten, obere gestrichelte Linie. Das ist nach wie vor ein Missverhältnis. 40% der Nachfrage nach Öl kommt von Cars und Lastwagen, also von Auto und Lastwagen. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, dass vor allem mit den Cars ein Problem ist, denn wir sehen, dass die Preise für Gebrauchtwagen in den USA jetzt in kürzester Zeit um 40% gefallen sind. Das ist eine Menge Holz. Das wird natürlich 40% im März alleine, und das wird im April jetzt nicht so wahnsinnig viel besser, solange der Lockdown praktisch anhält. Das ist für die Amerikaner natürlich ein Problem. Also ein Wagen war ja immer auch etwas, was sozusagen ein Wertspeicher war. Man hat meistens dann Autokredite aufgenommen, hat sich hoch verschuldet. Jetzt ist das sozusagen die Sicherheit bei dem Kreditgeber, der den Autokredit vergeben hat, so ein bisschen im Rutschen, denn das ist wie bei Häusern, wenn Sie hier bei einer Bank einen Kredit auf einen Neubau aufnehmen, den Sie gemacht haben, und dann fällt der Wert der Immobilie, dann wird die Bank unruhig, und so dürfte es auch hier sein. Wir sehen, dass insgesamt die Ölfirmen ein massives Problem kriegen. Wir sehen, dass jetzt die Energie-Junk-Bond-Unternehmen, also die Unternehmen aus dem Energiesektor, die sogenannte Junk-Bonds emittiert haben, Unternehmensanleihen mit begrenzter Hochachtung, um es mal so zu formulieren, dass die über 9% mehr bezahlen müssen an Zinsen, an Risikoaufschlägen, als andere Junk-Bond-Firmen, die nicht aus dem Energiesektor sind. Das sind radikale und krasse Zahlen. Und gleichzeitig sehen wir, dass die Verschuldung eben massiv gestiegen ist in den letzten Jahren, vor allem im Energiesektor. Hier die rote gestrichelte Linie geht immer weiter nach oben. Und das Blaue ist das BIP, damals noch bei 4%. Das dürfte jetzt eher in Richtung minus 20% laufen. Dementsprechend ist das Verhältnis zwischen Verschuldung
und der Wachstum natürlich ein bisschen was ungünstig. Wir sehen aber, dass Donald alles versucht, um die ganze Geschichte zu retten. Wir werden unsere großartige Öl- und Gasindustrie nicht im Stich lassen, hat er heute gesagt. Das hat ein bisschen Hoffnung gegeben. Reicht das? Abschließend noch zwei Dinge, die ich für relevant halte. Wir sehen hier den europäischen Bankensektor, der jetzt wieder auf den Märztiefs agiert und das, obwohl die Banken teilweise risikofreie Geschäft machen können, hier in Deutschland zum Beispiel durch diese KfW-Kredite, die sie vermitteln ohne Risiko. Und wir sehen, das hatte ich schon mal gezeigt, die Skinners vergessen, dass die Vola natürlich extrem ist. Jetzt schauen wir uns ein paar Charts an, meine Damen und Herren. Was wir hier sehen, ist der Nasdaq 100, der heute der schwächste Index ist, weil den einen oder anderen vielleicht auffällt, ist ein bisschen was zu gut gelaufen in letzter Zeit. Jetzt sind wir bei 8.424. Wir sind bei dem lieben DAX und die Charts sind von Capital.com. Und da sind wir bei 10.274. Was macht Euro? Der ist aktuell bei 1.0847. Das Gold hat heute ein bisschen was auf die Mütze gekriegt. Da ging es nach unten. Jetzt 1.672. Schauen wir uns mal das amerikanische Crude Oil an. Kassamarkt. Also eine Mischung verschiedener Futures, wenn man so will. Da mag der eine oder andere eine minimale Schwäche in diesem Kursverhalten erkennen. Und besonders erwischt hat es heute auch Brent Crude. Auch hier ganz leichte Abgaben, aber nicht der Rede wert. Und vor allem hat der Tweet von Donald Trump das Ganze sofort wieder auf die bullische Seite gestellt, wie Sie in diesem Chart erkennen. Also das soll es erstmal gewesen sein. Wir haben eine aktive Tech-Blase. Das ist so ein bisschen die Achillesferse jetzt der Wall Street. Denn die Erwartungen sind sehr, sehr hoch, auch an die Tech-Unternehmen. Und man hatte die Latte nicht bei Zeiten tief genug gelegt. Dementsprechend könnte es sein, dass da ein bisschen was an Enttäuschung kommt, wenn man nicht über die Latte springt, weil die schlichtweg zu hoch ist. Ne? Das ist das Problem. Ich sage jetzt erstmal Servus und Ciao und wünsche einen schönen Feierabend. Gell? Servus.